Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu CraftVenture. Lange, lange ist es her, dass ich mal wieder hier ein Video mache. Und das Ganze ist anlässlich des Summer Events. Denn es gab mal wieder ein Event. Und ich darf das natürlich nicht verpassen. Dabei habe ich in letzter Zeit ein bisschen was verpasst. Es ist jetzt nicht so eventgrößenmäßig schlimm. Also einmal ist hier ein neuer Hut rausgekommen. Der Head Addict 5. Plus einen Coin Booster gibt er zusätzlich. Wenn wir darauf gucken, hier 100.000 Euro. Venture Coins. Sorry. 100.000 Venture Coins. Also, wenn du dir den holst, dann musst du schon ein paar Minuten online sein. Ja, ja, so ein paar Minuten online. Was gab's noch Neues? Autopia hatte geöffnet. Das werde ich dann wahrscheinlich auch mal demnächst fahren. Hier sieht man das Ganze mit den drei schnellsten Runden und drei schnellsten Spielen. Dann gab es ein kleines Ostersache. Ach, was bin ich denn hier? Ich wollte zu den Achievements. Ja. Man sieht, hier war ich schon ewig nicht mehr. So, also Easter, war das Easter? Ich gucke mal. Ja, das waren hier die Easter Achievements. Das war einfach nur ein Jagd nach den Eiern. Da wollte ich eigentlich aufnehmen an dem Tag, aber dummerweise hat dann mein Aufnahmeprogramm rumgebackt. Jetzt habe ich ja, nehme ich ja auf den neuen PC auf. Oder Laptop. Ist ja ein schöner neuer Laptop. Mal gucken, was der für Leistung bringt. Ja, da hast du einmal Easter Egg Creeper gefunden, dann hattest du halt ein paar Venture Coins abgezogen bekommen. Ich glaube, das waren 20 oder so. Da wusstest du nicht, was du kriegst, ob du zusätzliche Venture Coins kriegst oder welche abgezogen bekommst. Und hier, das war ein ganz normales Easter Egg, wo du halt Venture Coins bekommen hattest. Und dann war da noch eine Attraktion. Die war allerdings 2 Tage oder so war die auf. Also war wirklich sehr gering. Ich guck mal, welche das war. Ne, hier war sie nicht. Main Street, Mexiko, Singapur, Summer, Winter, Viking, Veteran vielleicht oder Summerfest. Ich probier's. Also eigentlich muss sie doch allgemein sein. Doch, allgemein. Ich guck jetzt bei allgemein, muss doch nicht sein. Hier, AFK, Toilet, Konformist. Also hier, Coaster Day war natürlich, ich habe jetzt endlich mal das Achievement, das fehlt mir natürlich von 2017. Also ich kann auf jeden Fall nicht mehr alle Coaster-Sachen kriegen, außerdem fehlt mir noch das Achievement von dem Geburtstag, da war ich leider auch nicht da, wo CraftVenture Geburtstag hatte. Fahrtet war auch so ein Achievement, was du da am 1. April bekommen hattest. Ja, also auf jeden Fall war da noch Vogelrock. Also diese Space Mountain Achterbahn wurde umfunktioniert zu Vogelrock für kurze Zeit. Das konnte ich leider auch nicht aufnehmen, aber dafür packe ich einen Link zu einem Video von JoeyVP, wie er zeigt, wie Vogelrock ist. Das packe ich euch in die Beschreibung und könnt ihr nochmal angucken, wie Vogelrock aussah. So, und zu guter Letzt auch so noch so eine Kleinigkeit an den Tag, wo die CraftVenture Crew da zu dem einen Konzert von Alexander Markus gegangen ist. Da hat dann Disco La Cola kurzzeitig geöffnet gehabt. Man hört das so im Hintergrund. Alexander Markus Musik. Einige mögen es, andere nicht. Interessanter Geschmack. Ich sag da nicht zu. Also das war kurz auf, konnte man sich Alexander Markus Musik geben oder auch sein lassen. Aber das Wichtige, warum wir jetzt hier sind, ist jetzt eigentlich hier. Das Summer Event 2018. Ganz schön gehalten in den Thema, im Themenbereich von SpongeBob Schwammkopf. Das werdet ihr jetzt hier noch sehen. Aber wir gucken uns erstmal, was wir alles hier finden. Ich mache erstmal einen Überblick über die Arena und über das ganze Gebiet und dann machen wir die einzelnen Sachen hier. Also wir haben einmal The Amazing, also irgendein Labyrinth mit einem lustigen Witz.
So, Trivia, das hatte leider bislang noch nicht geöffnet. Schade eigentlich, das wäre wieder halt sowas gewesen, wo man Fragen beantworten musste und dann stellen sich welche auf Antwortmöglichkeit 1, 2 oder 3 und die falsch haben, die sind halt da in die Lava gefallen und ausgeschieden. So, dann konntest du hier extra Coinbooster kaufen, das ist der ganz normale, stinknormale Coinbooster, den es in der Main Street auch gibt, also nichts Besonderes. Dann gibt es hier noch einen Coconut Fight und ja, man bekommt halt einen Ballon, wenn man es gewonnen hat, den zeige ich dann auch, wenn ich das gemacht habe. Dann ist hier unser Burp Friend. Hier kann man schöne Fotos machen mit unserem Papagei. Wunderbar. So, dann haben wir unsere Balloons. Summer Balloons 2018. Es gibt einmal den Gary Balloon für 700 Coins, den Lava Balloon für 300 Coins und den Papa Fisch für 500 Coins. Gucken wir uns hier doch mal an. Da habe ich natürlich schon alle gekauft, wie sich's gehört. Wo haben wir denn da? Das ist Gary. Ups, oder? Da. Das ist die Schnecke. Dann haben wir den Lava-Ballon. Der sieht so aus. Und wir haben den Pufferfisch. Der sieht so aus. Sehr schön. Das sind die Ballons hier. Gut, das lasse ich nochmal aus, denn wir gucken uns erstmal hier die Kostüme an. Das sind die drei Kostüme, die man kriegen kann. Nämlich einmal das Patrick-Kostüm für 650 Coins, das Squidward-Kostüm für 650 Coins, also Thaddeus auf Deutsch, und das Tiki-Kostüm für 650 Coins. Gucken wir uns die doch auch mal an. Kostüme sind da oben. Zack, das ist Patrick. Patrick Star. Sehr schön. Dieser interessante Gesichtsausdruck, der ist schon sehr interessant. So, dann haben wir hier noch Thaddeus Tentakel. Interessant. Und wir haben ein Tiki. Der halt hinten und vorne unterschiedlich. Ne? Böse. Freundlich. Böse. Freundlich. Böse. Freundlich. Böse. Freundlich. Böse. Freundlich. Ja, ist ein bisschen lustig. Okay, und dann gibt es natürlich Hüte-Hats. Diese zwei sehr schönen Summer-Hats. Einmal den Sharkfin-Hat für 2000 Venture Coins und den Banana-Helm für 8500 Venture Coins. Ist das nicht geil? Okay, gucken wir uns die doch mal an. Hier, super Beach hier, ne? So, setzen wir uns doch mal das Tütchen auf. Wo war der hier? Okay, da. Das ist jetzt der Sharkfin-Flosse. Da kann man halt interessante Maßnahmen mitmachen, zum Beispiel. Oh, ich sterbe hier fast, oder? Ach, komm! Na, so ist es ungefähr. Fast, naja. Sieht fast so aus, als wäre ich ein Fisch. Also von außen. Egal. Naja, solche Sachen kann man damit halt machen. Und der andere Hut ist für 8500. Hat man mal wieder sein ganzes Erspartes ausgegeben. Ein Bananenhut, der sehr aufwendig modelliert wurde. Okay. Also hier, wie man sieht, hier in dieser Lagune gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sehen, beziehungsweise habe ich hier nichts Besonderes entdeckt. Wenn ihr irgendwo ein Secret Achievement gefunden habt, hier drin, in diesem Gebiet, ich habe noch keins gefunden, dann gebt mir bitte rechtzeitig Bescheid, dass ich das vielleicht notfalls noch schnell aufnehmen kann. So, was haben wir noch hier so? Krusty Krab Pizza. Okay, hier ist dann offenbar, wo ein DJ stehen kann, wenn er lustig ist. Da haben wir den Eingang zu dieser Achterbahn, Tiki Kaka. Auch mal endlich mit Leaderboard. Und hier ist SpongeBobs Haus, da geht's zum Parkour. Das gibt wieder ein Parkour, wo es auch einen Ballon zu gewinnen gibt. So, was haben wir noch nicht hier gezeigt? Also, hier gibt es ein Baumhaus, Hotel Kampala. Da gehen wir jetzt auch mal hoch. Hops, hops, und hops, und hops, und hops, 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 hops. Und hops, 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 hops. Und da kann man jetzt ein bisschen hier genießen. Super schön.
Auch mit hier Abspannsmusik von SpongeBob Schwammkopf. Sehr toll. Okay. Oh, ihr seht ja ab und zu mal hier diese Achterbahn lang sausen. Der Wagen sieht auch sehr interessant gemodelt aus. Aber den gucken wir uns später an, ne? Da haben wir dann in nicht allzu langer Zeit einen scharfen Blick drauf. So. Dann gibt es noch hier ein... Wenn wir hier mal gucken, ist hier so ein schönes Wasserplanschteil mit einem Geheimlabyrinth da hinten. Das gucken wir uns dann an, wenn wir dorthin gehen. So, und dann gibt es noch Cards. Und zwar einmal gibt es den Lowrider für 8500 Coins. Gucken wir uns doch mal an. Ups, da muss ich hier Cards eingeben. Das ist ja was hier. So, da haben wir den Lowrider. Der macht jetzt normale Geräusch. Hat hier hinten interessanterweise auch einen Ball und eine Palme drin. Sieht sehr interessant aus. Also das ist der Lowrider. Kann man ja viel Spaß mit haben und durch den ganzen Park düsen. Und es gibt das SpongeBob-Paket, was 7,50 Euro kostet. Wenn ich jetzt Items. Da. SpongeBob-Pack 7,50 Euro. Da bekommt man dann halt diesen schönen Krabbenwaggon. Dann der Employee Hat und der großartige Pfannenwender. Ja, das sind eigentlich schöne Sachen. Ich guck mal, ob ich mir das kaufe, vielleicht gegen Ende des Events. Falls ich das haben sollte, dann zeige ich euch das natürlich auch, wie die alle aussehen. In einer anderen Folge. Gut. Zu den Achievements, die wir hier kriegen kann noch. Schnell. Hier gibt es einmal Maze. Oh, das ist 2017. Wo sind denn die von 2018? Hier haben wir es. Okay. Da gibt es einmal ein Spiel beim Coconut Battle gewinnen. Dann ein Spiel spielen bei Coconut Battle. Dann der Questy Crab Parkour. Da kriegt man auch einen Ballon, wenn man das geschafft hat. Das Labyrinth beenden. Dann halt einmal überhaupt das Sommer-Event besucht haben. Dann Tiki Kaka gefahren und You Done It heißt dieses Wasserlabyrinth, das geheime Wasserlabyrinth zu schaffen. Tja, das war's also zum Überblick über dieses Themengebiet. Hier kann man halt nochmal von oben gucken. Hier super schön interessant, hier dieser Vulkan. Kann man nochmal von oben reingucken für die Leute, die es nicht konnten. Ein kleiner Überblick über dieses Gebiet. Hier haben wir Coconut Battle Arena. Ja, das ist das Summer Event und dann werde ich dann gleich weitermachen mit den einzelnen Sachen, die man hier machen kann. So Leute, dann fangen wir mal an mit The Amazing. Mit dem Labyrinth hier, das erste Labyrinth, das ist das leichtere, in Anführungsstrichen. Mit extra Musikuntermalung. Hier kann es schon mal ein bisschen dunkel werden, deswegen gibt es hier oben hier diese Magma-Blöcke als Lichter. Und man kann das Labyrinth eigentlich wieder schaffen, indem man halt die Rechtsgeh-Taktik macht. Das ist eigentlich ganz gut. Hier gibt es nur eine kleine Besonderheit, dass jetzt hier dann ab und zu solche Türen auftauchen werden, die dafür sorgen, dass man, wenn man in eine Richtung eingeschlagen hat, da nicht mehr rauskommt. Aber ansonsten ist das Maze eigentlich, wenn man sich Zeit nimmt, irgendwann zu machen. Das ist kein Problem. Das andere Maze allerdings, das ist eine nervtreibende Sache, das alleine herauszufinden, wie man das schafft. Aber ansonsten, das ist kein Problem. So, jetzt kommt hier wieder dieser, ja genau. So. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich in letzter Zeit keine Videos gemacht habe, das lacht daran, dass ich sehr beschäftigt war mit meinem Studium. Ja, ich studiere Medizin und der war ein bisschen stressig. War Physikumssemester und dafür zu lernen. Da hatte man nicht so sehr die Freizeit dafür, irgendwelche Videos zu machen. Aber jetzt ist das zum Glück um. Physikum ist bestanden und ja. Jetzt kann man mal gucken, ob da nicht in nächster Zeit ein paar mehr Videos jetzt erstmal kommen. Aber ich feiere erstmal in Urlaub. Na gut, dann
Ich hatte ja eigentlich versprochen, ab 50 Subscriber ein Special zu machen. Das werde ich noch nachholen, keine Angst. Und zwar wollte ich eine neue Serie anfangen. Nicht nur, ihr könnt Venture-Videos machen, das wird ja dann irgendwann auf der Zeit drüge. Aber die Querventure-Videos werde ich natürlich noch weiterhin leiten. So, hier sind drei Türen, dann nimmt man natürlich die rechte, weil wir die rechts getaktet machen. Also keine Sorge, Querventure-Videos kommen noch. Ich bin da eigentlich immer sehr auf dem Laufenden, was Querventure-Sachen angeht. Ansonsten kommt dann halt auch mal was Neues. Schauen wir da mal, ne? Gut, das Labyrinth hier nimmt kein Ende. So, Sackgasse mal wieder. Bei dem Labyrinth hat man, glaube ich, 40 Venture Coins bekommen gehabt, als man das geschafft hatte. Das war die Belohnung. Joa. Wir sind eigentlich bald da, keine Angst, Leute. Das dauert nicht mehr lange. Das andere Labyrinth ist ein bisschen nerviger, aber dafür ist der Weg halt ein bisschen kürzer. Das Problem war halt, den Weg zu finden. Aber selbst wenn man den Weg weiß, heißt es nicht, dass man das schafft. Es ist halt ein Wasserlabyrinth und seit neuestem kann man ja in Querventure sterben. Das heißt, man ertrinkt auch. Und das war halt die Schwierigkeit dieses Wasserlabyrinths. Die Musik wird auch irgendwann zum Ohrwurm. So auf Dauer. Oder sie geht einem auf die Nerven, je nachdem. Ach, hier haben wir jetzt die zwei Türen. Wir nehmen die rechte. Und da ist das Ende. Ja, das war ein bisschen fies, muss ich sagen, an dieser Stelle, weil bei dieser Sache mit den drei Türen, da konnte man in die linke Tür gehen und dann ist man nicht mehr rausgekommen. Die Tür war zu und es war eine Sackgasse und du kamst halt nicht mehr raus, du musstest dich zum Start warten. Deswegen war das halt hier fies, das Ende, weil es ist nirgendwo wirklich gekennzeichnet, dass das Ende ist. Da war man natürlich vorsichtig, hat hier reingeguckt, ob es hier weitergeht und hier ging es halt nicht weiter und da ist man halt doof, wie man ist, dann halt weggegangen. Und erst beim zweiten Mal ist man dann hier reingegangen und hat gesagt, ach, vielleicht ist das endlich. Naja, also 40 Venture Coins hier. Wir sehen uns dann bei der nächsten Sache. So, das zweite Sache, die ich machen werde, ist, wo wir gerade bei Labyrinthen waren, dann machen wir das jetzt auch fertig. Ich würde sagen, Tiki Kaka Farm als letztes. Wir machen danach den Parcours, damit halt das Beste kommt zum Schluss, wie es immer so ist. Naja, also, hier ist der Eingang, nein, hier ist nicht der Eingang, aber hier gab es noch einen kleinen geheimen Raum, den ich euch zeigen wollte. Es ist hier halt ein bisschen dunkel. Entschuldigt. Dadurch, dass ich halt den neuen Computer habe, der hat nicht so eine gute Helligkeitseinstellung wie der andere. Vielleicht ist es besser, weil das schlechter sonst für die Augen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall regt mich schon ein bisschen auf, dass es manchmal an einigen Stellen ein bisschen zu dunkel ist für meinen Geschmack. Naja. Das wird wahrscheinlich jetzt auch in den Videos dunkler sein. Vorher waren die wahrscheinlich super gut hell in Sachen Minecraft und man konnte alles sehen. Und jetzt ist es halt so wie in den anderen neuen Laptops, dass es halt sehr dunkel ist. Also hier, das ist übrigens die kleine Höhle. Ich schwimme jetzt einfach nochmal kurz hier das ab hier, das Ganze. Oder ich fliege das jetzt mal ein bisschen ab, damit ihr... Okay, warte. Ah, immer noch disabled. Wieso ist denn das immer hier noch disabled, ey? Boah, so jetzt. Also hier kann man halt hier ein bisschen durch die Gegend schwimmen, hier, wie man sieht. So. Gut. Also das war das hier. Und jetzt gucken wir uns einfach mal das Wasserlabyrinth an. Der Eingang ist nämlich hier. Da muss man nämlich hier rauf.
Das kann man entweder hier machen oder man entweder da oder man schwimmt halt hier hoch. So. Dann haben wir hier den Eingang zum Wasserlabyrinth. Ein bisschen versteckt, aber dadurch, dass das Achievement hier war. So, good luck on your journey. So, fangen wir mal an. Oh, das ist jetzt schon wieder zu dunkel. Eieiei. Okay, also man kann hier sterben drin. So, zunächst sucht man sich hier diese Wasserflecken aus. Gibt es mehrere von. Also es gibt einen oberen Teil und einen unteren Teil. Das hier ist jetzt der obere Teil, wo ich bin. Der wird kann verbunden werden hier mit dem unteren Teil, indem man hier drunter wegschwimmt. Und dann kommen wir halt zum unteren Teil und dann ist das hier eigentlich ein sehr wichtiger Wasserspot, den muss man auf jeden Fall nutzen. Und dann muss man jetzt versuchen. Ein bisschen weiter links, glaube ich. Das müsste das hier so ungefähr sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Einmal noch hoch. Und jetzt hier irgendwo war noch so ein Wasserspot, wenn ich mich erinnere. Ja, genau hier. Also an dieser Stelle ist noch ein Wasserspot. Der ist halt wirklich schwierig zu erkennen. Man sieht den nicht. Man hätte hier wenigstens so einen hellen Stein hinmachen können, dass man weiß, hier ist ein Wasserspot, weil anders schaffst du das nicht. So. Und der nächste Sache ist, du musst jetzt hier geradeaus. Wenn das jetzt der richtige Weg ist, natürlich nicht. Da muss ich nochmal zurückschwimmen. Uiuiuiui. Soll nicht gefallen. Also doch in die Richtung eher. Warte mal. Es ist mir jetzt ein bisschen dunkel hier. Normalerweise zieht man. Hier war doch irgendwo was. Kann mich nicht richtig erinnern. Doch, hier ist es richtig. Müssen wir nämlich hochschwimmen. Ganz hoch. Und man sieht bestimmt gar nichts mehr. Aber ich hab's geschafft. Ha! So. Das war das Labyrinth. Ihr habt wahrscheinlich nichts gesehen. Und ihr müsst euch hier, wie gesagt, wenn ihr jetzt an dieser Stelle seid, müsst ihr ein bisschen durchfuchsen. Das Labyrinth war grässlich. Ja. War's. Na gut. Das war also das zweite Wasserlabyrinth. Wir sehen uns dann beim Parcours.